Einen wunderschönen guten Morgen YouTube and welcome zu diesem Video. Lange, lange ist es her und ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein, denn es gibt einige Neuigkeiten. Ich bin seit einigen Wochen in Kontakt mit RTL Plus und die lieben Leute dort haben mir erlaubt, hier auf diesem Kanal auf deren Formate zu reagieren. Leider kann ich hier bei mir natürlich nicht die gesamte Folge schauen. Falls ihr die gesamte Folge aber schauen wollt, checkt auf jeden Fall RTL Plus aus. Ich habe auch einen Link in der Videobeschreibung, wenn ihr wollt. Darüber kommt ihr auch direkt dahin. Here we go. Welcome to Temptation Island VIP. Hier mal ganz kurz eingehakt, für die Leute, die nicht genau wissen, wie dieses Format aufgebaut ist und wie es funktioniert. Ich weiß natürlich auch nicht perfekt, aber ich weiß es ein bisschen. Deswegen lasst mich euch kurz abholen. Temptation Island funktioniert so, dass 4 Pärchen dort eingeladen wurden. Dann werden diese Pärchen jedoch auseinandergenommen. Der Mann wird in eine Villa gesteckt und die Frau wird in eine andere Villa gesteckt. Und dann müssen die 2 Wochen ohne den Partner verbringen. Das klingt jetzt erstmal easy, aber der Clou kommt noch. In jeweils diese beiden Villen wurden in die Frauenvilla extrem viele heiße Single-Männer eingeladen und in die Männervilla wurden viele heiße Single-Frauen eingeladen. Und die Aufgabe von diesen Single-Menschen ist, die zu verführen. Das heißt, es ist eigentlich der extremste Beziehungstest, den man sich vorstellen kann. God damn. So, jetzt sieht man hier, die ersten Gäste sind schon angekommen. Das erste Pärchen. Wir sehen hier Jana und Umut. Scheinen sehr verliebt. Ich bin Umut, 26 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Pflegekraft und komme aus Ravensburg. Mein Name ist Jana Maria. Ich bin 31 Jahre alt und ich habe eine kleine Boutique in Marbella, Spanien. Oha, nice. Die ist auch ausgewandert. Sehr cool. Frage ich mich natürlich, ob die zusammen wohnen oder ob der noch in Deutschland ist? Wir haben uns bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Wird keine andere Frau mehr geben für mich. Ich bin ganz ehrlich, ey, wenn ich so ein Glück hätte und in der Show mich so verlieben würde, da würde ich doch nicht nochmal hingehen zu einer weiteren Show, oder? Das nochmal aufs Spiel setzen? I don't know. Also wenn wir nicht zusammen sind, dann funktionieren wir nicht gut, weil wir sind beide extrem eifersüchtig. Ja, das habe ich mir halt gedacht, ne? Wenn man dann auf so einer Entfernung noch ist, verstehe ich auch, wenn ein bisschen Eifersucht irgendwie kicken kann, weil Leute, man hat ja gar kein Gefühl für das Leben des anderen vielleicht in manchen Situationen, ne? Was geht gerade? Wie ist der Vibe? Was macht die Person? Fremdgehen fängt an, wenn jemand mit jemand anderem im Bett schläft zusammen. Ab wann fängt bei euch Fremdgehen an? Weil ich würde ganz klar sagen, boah, das klingt jetzt ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen quatschig, ne? Aber ich denke mir wirklich, im Kopf. Ja? Also wenn ich eine Partnerin habe und eigentlich aber dann so irgendwie jemand anderen kenne und mit der mir irgendwie so Sachen vorstelle oder so oder irgendeine Geilheit auf die schiebe oder sowas, das ist over eigentlich, ne? Boah, bin ich gerade zu streng? Sagt mal bitte eure Takes. Vor längerer Zeit habe ich ein Video zugeschickt bekommen, war auf der Tanzfläche und hat sich mit einer geküsst. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, da wäre bei mir Schluss. Ah komm. Vielleicht kann er sich ja erklären. War wirklich nur, weil ich hier ins Ohr geflüstert mit ihr so geredet habe, weil ich es nicht gehört habe, weil es laut war. Aber es war kein Küssen. Bro, kurze Regel. Wenn du jemanden, der nicht deine Partnerin ist, was ins Ohr flüstern willst, dann mach es vielleicht nicht so, dass du mit deinem Scheiß an ihrem Ass bist und die so von hinten hast und so umarmst und der dann so an den Nacken kommst. Das war kein Küssen. Er sagt wirklich, es war kein Küssen. Ich guck mir das jetzt nochmal wirklich ganz genau an. Habt ihr den Kopf gesehen? Von der Frau, der war so. Irgendwie war hier ein Kontakt. Also wenn, dann haben die super nah geredet, Gesicht an Gesicht, kurz Lippen voreinander. Zu 100% weiß ich, dass wir Temptation Island VIP als Paar verlassen werden. Das ist so schön, das zu hören. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei den beiden entwickelt, sagen wir mal so. Jetzt kommen aber schon direkt die nächsten beiden Gäste rein. Das nächste Paar. Auf eine gute Zeit. Geh, aber geh mit Gott. Cheers. Okay. Wir haben uns tatsächlich im Fernsehen kennengelernt bei Bachelor in Paradise. Süß, wirklich. Also es ist wirklich, jetzt wirklich bei den ersten beiden Paaren schon mal direkt so, als wären die wirklich in love. Das freut mich natürlich. Ich lege für keinen Mann dieser Welt meine Hand ins Feuer, dass er nichts machen würde. Für keinen Mann dieser Welt? Boah, das ist irgendwie schade, weil
es wäre ja eigentlich schon wünschenswert, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man weiß, dieser Mensch würde hundertprozentig mir nichts antun. Das ist halt auch irgendwie so schwierig nachzuvollziehen, ne? Weil diese Situation, in die hier geschmissen werden jetzt, ist ja absolut surreal, ne? Also ich glaube halt, dass das ein Mann schon sehr verwirren kann, wenn er auf einmal so 10 Frauen um sich hat, die alle irgendwie so Interesse vorspielen, zeigen. Wir haben uns dann irgendwann dafür entschlossen, dass Dorik nicht mehr alleine feiern geht. Wir haben nicht entschlossen. Doch, wir haben entschlossen. Nicht wir. Okay, er wurde gezwungen, dass er nicht mehr feiern geht. Aber ich verstehe das auch irgendwie, wenn man jedes Wochenende feiern geht, sich besäuft. Ich finde, in Partyatmosphäre ist es auch immer so, dass da ganz viele suchende Leute sind, ja? Nach Liebe suchende, nach Aufmerksamkeit suchende Leute. Und ich verstehe schon, dass das für jemanden, der sehr eifersüchtig ist, nicht so ein leichtes Thema ist. Krasse Grenzen haben wir uns nicht gesetzt. Halte ich für eine schlechte Idee, to be honest. Wenn man zu so einer Show geht und sich keine klaren Grenzen setzt, das lädt ja gefühlt ein, irgendwas falsch zu machen, irgendwie den anderen zu verletzen. Wenn man aber vorher direkt ganz klar macht, hey, ich finde schon, wenn jemand deine Hand halten sollte, das wäre für mich schon drüber und es wäre komplett over, würde mich komplett verletzen, dann weiß man wenigstens genau, woran man ist. Dann weiß man, okay, wenn ich das mache, dann weiß ich auch, das ist die Folge. Aber wenn die jetzt so locker da reingehen und sagen, ja klar, ist ja obvious, ficken und küssen und so nicht. Was heißt das jetzt? Kann der da reingehen und irgendwie alle Girls angraben trotzdem? Da denke ich nicht, dass jetzt 14 Tage Entfernung und Partys die Beziehung zerstören werden. Du denkst nicht, dass Partys und 14 Tage die Beziehung zerstören würden? Bro, deine Freundin und du habt abgemacht, dass du nicht mehr feiern gehst. Du scheinst gefährlich zu sein auf Alkohol. Weil wenn der zu viel trinkt, ist das gar nicht lustig. Ja, aber genauso er, der hat keine Grenzen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so lest, ne? Aber ich als Typ, ich sehe deren Blicke, wie die Jungs sich die Blicke zuwerfen und ich weiß genau, wie deren Gefühl ist. Die sind gerade so auf dem Weib. Ah, Bro, das wird crazy. Wie das da passt. Crazy. Wir tun hier alles so gut, passen aufeinander auf. Ja. Die haben Dreck am Stecken, ich sehe das schon kommen. Man kann ein paar Sachen absprechen, aber wirklich planen kann man eh nie. Nee. Okay, wir kommen zu Paar Nummer 3. Yannick und Mimi. Ich finde, die beiden sehen sehr hübsch miteinander aus. Schön am Strahlen, die beiden. Süß. Ich war bei der Bachelorette und bei Bachelor in Paradise, wo wir dann auch aufeinander getroffen sind. Ist ja krass, bisher jedes Paar, was dabei ist, von solchen Shows. Vielleicht ist es auch der Sinn der Sache, vielleicht habe ich das gar nicht gecheckt. Temptation Island VIP. VIP bedeutet wahrscheinlich die besonderen Personen aus vorherigen Sendungen, Shows. Die Grenzen fangen bei mir definitiv bei einvernehmlichen Körperkontakt an. Ich möchte nicht sehen, wie sie, hey, und creme mir mal den Rücken ein und meinen Arsch. Eincremen. Hä? Boah, das ist aber auch echt schwierig, wenn ihr euch das mal vorstellt. Eine Person muss irgendwas machen, was irgendwie out of context geschnitten wird, dem anderen gezeigt wird. Dann wird dieser darauf eine emotionale Reaktion haben. Die wird dann dem anderen Partner wieder gezeigt. Und dann spielt sich das, glaube ich, auch hoch, ne? Da die Ruhe zu bewahren. Boah. Wir verlassen Temptation Island als Paar, weil wir zusammengehören, weil ich dich liebe und ich werde auch keine andere Frau mehr lieben. Bis jetzt hat jeder gesagt, dass die zusammen auch wieder gehen. Ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Vorhersagen, Leute, was schätzt ihr? Wie viele sind noch zusammen danach? Ich bin für die Liebe. Ich hoffe wirklich, ihr bleibt alle zusammen. Just saying. Hat der süß gesagt, ne? So, kommen wir jetzt zum letzten Paar und tatsächlich eine große Überraschung. Ich weiß nicht, woher ich die kenne, aber man kennt die einfach, ne? Die hat man irgendwie schon 1000 Mal gesehen gefühlt. Auf den ersten Blick übelst weirde Kombination, so 3 etwas jüngere Paare und dann ein älteres. Vielleicht aber auch gerade das cooler Ausgleich. Easy und Kader. Easy, okay. Wo haben wir uns das erste Mal geküsst? Wo? Im Auto. Was ist das denn hier für eine Szene, Digga? Was ist da passiert? Will ich das wissen? Wir sind seit 2009 zusammen. Alter, krass, die sind seit 2009 zusammen. Ganz ehrlich, wenn du da als Paar hinkommst, was über 10 Jahre hat, da glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert irgendwie, oder? Du hast dich auch verguckt, das kannst du doch ruhig mal dir zugeben jetzt. Mehr ja, also bei mir kam das sehr, sehr spät und okay. Ja. Ich feiere die irgendwie jetzt schon. Die scheint sehr, sehr real zu sein. Also in dem Sinne von, die sagt einfach, was die wirklich denkt. Warum ich mit Easy so lange zusammengeblieben ist, ehrlich gesagt, weil ich bei ihm so sein kann, wie ich wirklich bin, ne? Boah, das ist so schön. Das ist so schön. Ich glaube, das ist der Traum von jedem, ne? Zu sagen wirklich, in meiner Beziehung kann ich hundertprozentig ich sein. Deswegen umso schöner, dass wenn
sie sich da so wohl fühlt. Geil. Freut mich sehr für dich, Kader. Bitte schmeiß das jetzt nicht weg hier. Wir haben eine Abmachung, wo unsere Grenzen sind. Zum Beispiel, dass uns darf keiner anfassen. Punkt. Ach so. Ja, kein Körperkontakt. Punkt. So. Man sieht ganz klar, Izzy hat das anders geplant. Ich muss mich zusammenreißen. Ich werde mich sogar zusammenreißen. So Leute, jetzt sind die ersten Vorstellungen durch. Das heißt, es kann jetzt so langsam losgehen und man sieht auch schon, die Moderatorin kommt, Lola. Herzlich willkommen bei Temptation Island VIP. So, jetzt werden hier von Lola noch ein paar weitere private Fragen gestellt, falls ihr alles davon sehen wollt. Wie gesagt, checkt auf RTL Plus die gesamte Folge aus. Wir gehen jetzt aber direkt weiter, denn es ist soweit. Die Männer kommen an. Eins verspreche ich euch. Die Versuchung, die wird groß. Hier sind eure Single-Männer. God damn! Okay, auf jeden Fall viele Muskeln, viel Testosteron und ja, viele Männer, die, glaube ich, viel von sich halten. Der guckt dich schon verliebt an. Okay, man muss sagen, sind ein paar süße Boys dabei. Manche lächeln sehr süß. Also, ich bin gespannt. Scheiße. Man sieht direkt an den Männern, wie die direkt ihre Frau mehr in den Arm nehmen. Direkt mehr... Hier, das ist meine. Direkt vor den Zeigen. Na, Ladies, wie ist die Aussicht? Sieht auf jeden Fall gut aus. Bro, wenn meine Freundin dann noch sagen würde, boah, die sehen auch echt gut aus, dann würde ich mir direkt noch mehr Panik schieben. Ein paar stechen schon raus, wo ich denke, mit denen kann man, könnte ich mir so Gespräche auf Augenhöhe vorstellen. Okay, die Damen dürfen jetzt direkt da bleiben mit den ganzen Single-Männern, denn das ist deren Villa, wo die gerade angekommen sind. Und die Männer müssen jetzt nochmal weiterreisen zu ihrer Villa und da erwarten sie dann auch die anderen Single-Frauen. Bitte verabschiedet euch jetzt. Sonne musst du vermeiden, ja? Und Obst und Gemüse jeden Tag essen, damit du ein bisschen Vitamine hast. Ich schwöre, ich verlieb mich langsam in Carla, wirklich. Ich verlieb mich langsam. Die holt ja gefühlt, wenn der Postbote wieder gehen muss, nachdem die 3 Minuten geredet haben. Bro, Alter, was laberst du? Komisch, dass die das so mitnimmt und du so gelassen bist. Warum bist du wohl so gelassen, hä? Wahrscheinlich, weil du ganz genau weißt, dass die keine Scheiße macht. Was ist wohl jetzt in deren Köpfen drin, also bei den Männern? Ist da jetzt so, oh Mann, ich werde meine Freundin vermissen? Oder ist das eher so ein Film von, oh man? Okay, bitte fährst in die Villa. Komm, wir halten jetzt erstmal Abstand. Wir gehen jetzt erstmal in die Villa. Das finde ich so krass gerade. Normalerweise, wenn man dann irgendwie sagt, jo, jetzt könnt ihr anfangen, habt Spaß, dann sagt man sich doch erstmal Hallo. Die Frauen gehen einfach erstmal in die Villa, scheißen komplett auf die Männer, lassen die da stehen. Oh mein Gott. Ob Gott sich mit so profanen Dingen beschäftigt? Boah, ich muss echt sagen, ne, mein Herz schlägt höher, wenn ich solche riesigen Kücheninseln sehe. Geil. Voll gut. Damn, und an jedem Bett so ein Kondom. Temptation Island VIP-Kondom. Goddamn. Da kommen sie. Wer kommt denn? So, die Männer kommen jetzt, nachdem die Frauen die Villa besichtigt haben, langsam hinterhergedackelt. Was, die Männer? Ich frag mich, wo die ganzen Männer schlafen, beziehungsweise die ganzen Verführer. Weil jeder von den Teilnehmern hat sein eigenes Zimmer. Gehen die anderen dann einfach nachts? Als die Männer dazugekommen sind, war das für mich so, sag ich nicht nein. Wie meinst du, sag ich nicht nein? Ich finde allein so, sich zu küssen direkt bei der Begrüßung. So, ich bin halb Italiener, für mich ist das in der Familie was Normales oder wenn man Italiener trifft, aber random Leute will ich nicht einfach so küssen. Okay, bevor es jetzt aber hier weitergeht, ist es ganz wichtig für Kader anscheinend, dass sie hier einmal eine kurze, wichtige Ansprache hält. Paragraph 1. Unsere Schlafzimmer sind Tabus für euch Jungs. Kader ist eine harte Maus. Falls ihr mein Schlafzimmer betritt, habt ihr keine Eier mehr. Nur zur Info, ja? Ich liebe die. Ich liebe die jetzt schon. Boah. Jungs, unter dieser Hütte existieren unsere Gesetze. Entweder passt ihr euch an oder ihr taucht ein. Okay, die ist so ein hartes Nüsschen. Junge, die ist zu krass. Die Kader, die ist schon als Frau sehr dominant, muss man sagen. Finde ich auch irgendwie geil. Jetzt mal ganz real.
Kann irgendeiner der Männer von der Energy allein, von der Präsenz, der Power mit Kader mithalten? Könnte irgendjemand, der da... Es sieht für mich gar nicht gerade so aus. Wenn da wirklich attraktive Frauen dabei sind, gerne, warum nicht? Ja, dann schauen wir mal, ich lass mich überraschen. Also, der klingt so anders. 0,0%. Scheiße, die Männer sind jetzt freigelassen, die sind wilde Tiere einfach nur. Was erwartet ihr euch? Jetzt mal ehrlich, das würde mich mal echt interessieren. Wir erwarten tolle Charaktere, nette Gespräche. Das sind ganz schlimme Finger. Ich schwöre, man sieht das schon, wie die hinten sitzen. Die wissen schon genau, was sie da machen. Inneren Werte zählen bei uns. So Galle, Blase. Leber. Okay. So Leute, jetzt ist es soweit. Man sieht das erste Mal die sexy Single-Frauen. Gefährlich. Manche sind gefährlich. Ich muss trotzdem sagen, keine, die für mich jetzt im ersten Moment über alle anderen hinaussticht oder sowas. Heraussticht? Die aus allen anderen heraussticht. Viel Glück, Männer. So, die Männer kommen bei der Villa an und die Frauen haben sich's anscheinend schon gemütlich gemacht. Chanel kenne ich. Die war bei mir in der Staffel bei Bachelor in Paradise. Ich kenne ja den Lurik. Wir hatten auch schon ein paar heiße Punkt-Szenen zusammen. Jo, das ist kritisch. Das ist kritisch, wenn du da hinkommst und dann ist da jemand, mit dem du schon mal eine Art Verbindung hattest. Lurik, Digga, sieh dich vor. Die Geschichte von uns ist noch nicht ganz beendet. Scheiße, da jetzt wirklich jemanden dabei zu haben, der so nah... Die haben ja anscheinend schon fast... Ne? So, und jetzt lernt man auch die liebe Chanel ein bisschen kennen. Ich hatte bereits schon mal was mit einem vergebenen Mann, ja. Wie kann man da so drüber lachen? Also, ich fände das so wack, wenn ich mit jemandem schlafe, der vergeben ist. Da würde ich mich auch übelst schlecht fühlen. Also, ich finde, das ist überhaupt nicht cool. Die Männervilla, auch wirklich sehr, 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 sehr schön, hat draußen sogar so einen besonderen Wasserbereich. Ich habe noch nicht genau gesehen, was das ist. Vielleicht sehen wir das die in den nächsten Folgen noch. Wird schon Spaß machen. Was würdest du sagen? So, in beiden Villen, lassen die Leute sich gut gehen, trinken die ersten Drinks und es kommt auch schon zu den ersten kleinen Gesprächen. Ich bin sehr gespannt, wie so die ersten Annäherungsversuche hier sind und von wem aus was kommt. Das sind schon zwei, drei so Kandidaten, die sind so... Du musst auch ein bisschen an dich denken. Hab mal Spaß, schalt ab. Du kommst jetzt hier 12 Tage nicht raus. Wenn ich dich angucke, dann hab ich Spaß. Mann, ey. Ich bin echt ein eifersüchtiges Stück, ne? Aber wenn ich der Partner von Jana Maria wäre, klar war das jetzt hier nur ein kleiner Gag, aber das könnte so zugeschnitten werden direkt, dass es so wirkt, wie instant war sie an dem interessiert. Wer ist denn der gute Kerl, der jetzt schon hier die Jana Maria anscheinend um den Finger gewickelt hat? Frauen fliegen auf mich, weil ich einfach alles mitbringe. Wenn man Nico ist, dann kriegt man keinen Korb. So Leute, die Party beginnt. Es wird später und es wird immer mehr getrunken. Die ziehen sich hier aus, obwohl es selbstverständlich ist, ne? Ja. Fragt uns doch erstmal, ob ihr nicht mal gefragt, ob ihr euch ausziehen dürft. Digga, Kader ist so krass, die ist wirklich die Chefin da. Jetzt müssen die Männer vorher um Erlaubnis fragen, sich auszuziehen. Okay, Mimi fällt das Ganze anscheinend leichter, denn die sucht jetzt direkt die Gruppe von Jungs auf und begibt sich mit in den Whirlpool. Ich finde schon Mimi, schon hot. Wenn ich das sehe, dann werde ich schon wieder direkt so überanalytisch, weil... Guckt mal, wie der Typ sie anfasst. Und die erste Hand sieht auch nicht aus, als würde sie an den Bauch gehen. Guckt mal genau hin. Also wenn die Hand nicht Richtung Tipp ging, dann weiß ich aber auch nicht. Ich freue mich, hier zu sein und ich fühle mich jetzt auch gerade so wohl hier. Die spielen jetzt wirklich hier schon Fangen und so. Das ist so wie dieses Rangeln. Weißt du, als man jünger war, dann hat man auf irgendeine Art und Weise versucht, Kontakt zu haben, catchen, hihihi, kitzeln.
Ich sag euch ehrlich, Männer da draußen, das kann echt gefährlich werden. Scheiße, Mann. Der hat jetzt schon das Gefühl, er kann sie knacken. Ich schwöre, sonst wird er sich nicht so fühlen. Und das ist der Liebe? Ich bin Costa, ich bin Grieche. Ich bin ein sehr sexy Südländer. Der sexy Südländer Costa. Du bist so richtig verliebt in ihn. Ja, natürlich. Na klar, von so ein paar Sachen könnte halt einfach ein bisschen mehr kommen. So, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mehr der Mann bei uns. Ganz ehrlich, ich finde das voll krass. Ich will jetzt auch nicht sagen, nur die Frauen oder nur die Männer. Ich habe das Gefühl, beide Seiten am ersten Abend reden direkt schlecht über ihren Partner. Klar, ich verstehe schon, dass wenn man da aufeinander hockt und sich besser kennenlernt, dass man auch sich voreinander öffnet und vielleicht auch ein paar Probleme oder so auspackt, ne? Das ist ja irgendwo auch normal. Aber am ersten Abend und dann auch sowas zu sagen, wie sie zum Beispiel gerade hier, das finde ich schon... Er ist manchmal noch sehr jung halt im Kopf, ne? Was soll ich sagen? So. Also er ist noch nicht in seinem Alter, wo er eigentlich ist, angekommen. Er ist echt noch relativ jung. Während Denise grübelt, nimmt Lorik den Vogel schon mal ins Visier. Ich darf jetzt Party machen, ich werde jetzt Party machen, versuche die Grenzen irgendwie einzuhalten, dass es halt nicht ganz so schlimm wird, aber ja. Leute, das war's schon für die erste Folge. Ich freue mich extrem auf nächste Woche, wenn wir uns die nächste Folge anschauen. Aber jetzt ganz kurz zum Abschluss noch die Vorschau für nächstes Mal. Die ziehen wir uns noch rein. Die Mädels müssen sich warm anziehen. Das wird heftig, das, was sie zu sehen bekommen. Aber wir sind doch eine seriöse Sendung. Jetzt nicht mehr. Was es mit all diesen Dingen auf sich hat, das sehen wir gemeinsam in der nächsten Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, haut rein. Einfach in der Vorschau für nächste Folge einfach am Baumeln gewesen, unzensiert.